Willkommen zurück beim Minecraft-Megaprojekt. Dieses Mal werden wir ein bisschen weitermachen, wie jetzt erwartet. Ja. Und dann kommen wir, glaube ich, auch langsam, noch nicht ganz, aber so langsam Richtung Ende. Aber wie gesagt, langsam. Ja, wir haben schon ein ganzes Stückchen geschafft. Ich meine, wir haben zwar auch richtig viele Folgen schon gebraucht, kann man ja sagen, weil 10 Folgen sitzen wir hier dran. Ist echt nicht gerade wenig, aber... Ja, also wir haben ja gerade mal geschaut, wie viel wir schon voraus aufgenommen haben. Ist nicht zu wenig, aber lohnt sich irgendwie. Das wird machen. So. Oh, die Turtle hat kein Cobblestone mehr. Na gut. Ich habe ein bisschen so eine Abdeckung gemacht, dass nicht allzu viele Mobs von der Sugarcane Farm zur Wheat Farm rüberfallen. Es geht ja. Lol, ich habe gerade Eisen im Inventar gehabt und es geht perfekt auf für ein Anvil. Lol. Alter, du bist so krass. So krass. Das ist aber echt voll der Zufall, lol. So krass. Warte, dann mache ich, glaube ich, vielleicht hier ein Ende. Passt das dann so hier, oder ist das dann... Ich weiß gar nicht, was du machst. Ja komm, das passt doch perfekt, ey. Jetzt werde ich erstmal meine Dia-Spitzhacke reparieren, weil ich habe mir gedacht, das lohnt sich eigentlich viel mehr, wenn ich die einfach immer repariere und dafür auch öfters benutze, also. Weil die hat, Ja, aber... Unbreaking 3, Effizienz 4 und Fortune 3. So sehr lohnt sich das Reparieren eigentlich nicht, also vor allem bei solchen Tools halt. Ich meine, du kannst... Sowas kannst du dir eigentlich wieder verzaubern, also das ist jetzt nicht so das große Problem. Hallo, Fortune Glück 3? Ja, und? Das ist jetzt nicht das seltenste Enchantment, das ist... Silk Touch ist, glaube ich, seltener. Wenn mich nicht alles... Ich auch schon drauf. Ja, also... Die hast du nicht. Ist eigentlich nicht so wichtig, deswegen... Doch, geht schon. Das ist wichtig. Nichts im Leben ist wichtiger. Okay. Wir haben übrigens sehr viel Zuckerrohr, das heißt, ich kann schon mal ordentlich Turtles laufen lassen, die dann das Ganze hier bedecken. So... Und hier wird auch wieder das gleiche Programm ausgeführt. Bild 23.1.1. Habe ich mir inzwischen auswendig gemerkt. Gemerkert. Ja. Oh, und hier ist auch schon ordentlich was gewachsen. Holen. Ey, ich fühle mich so sicher hier. Voll geil. Ja, stimmt. Du hast ja jetzt eine gute Abdeckung da gemacht. Das heißt, da sollte nicht mehr so viel passieren. Mach ich erstmal so. Macht man sich Gold. 4 Gold ist ein Dia, oder? 4 Gold gleich ein Dia? Sollte ungefähr sein, ja. Mit dem Minium Stone. Passt. So, hier haben wir die Turtle und dann läuft gleich hier nochmal die andere Turtle lang. Hier kommen die Fackeln weg. Ja, langsam geht's mit dem Fortschritt echt voran. Das hier läuft auch. Läuft auch. Okay, das. Ja, das läuft perfekt. Okay. Was du gleich mal machen kannst. So, ja. Was mir noch eingefallen ist, die Tanks platzieren. Oder die Tanks, ich weiß gar nicht, ob ich das immer falsch sage oder so, aber die Tanker, die Tanks. Denn, ich habe jetzt schon mal überlegt, wo man die ungefähr hinstellen kann. Gold. Was, 7 Gold? Hä? Was machst du? Ist aber nicht gerade logisch. Nee, du laberst wieder nicht logisches Zeug. Ja, nicht, dass ich laber, das ist da... Hä? Da fehlt ein Gold irgendwie. Das ist ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, was du machst. Das sah gerade aus... Hä? Ich nicht. Wie gesagt... Nimm dir mal die ganzen Tanksachen und sowas. Und dann zeige ich dir mal, wo du es hinbauen kannst, das Ganze. Und zwar habe ich ungefähr die Mitte rausgesucht von unseren Grundstücken. Dann kann man halt die Tanks ganz gut hinsetzen. Kommen auch die Tanks. Die Tanks. So, und zwar können wir das ungefähr hier machen. Nein! Ich spaß! Jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Oh, ich habe es in den Ofen getan. Stimmt, ja. Okay, stimmt. Ja, aber okay, so stimmt auch wieder nicht. Was hast du denn gemacht? Ich habe sie in den Ofen getan, statt einen Mace Rater. Aber was wolltest du maserieren und hast in den Ofen gepackt oder so? Gold. Nein, kein Gold. Gerade 9 Gold verschwendet, das ist 2,5 Dias. Naja. So mühsam hier mit mir. So nervig ist das Ganze. So, ich glaube, die können wir hier hinpacken. Das wird eigentlich. 1, 2. Naja, wenigstens geht's jetzt. Ja, wow, es geht's cool. Minium Stone hätte ich ganz gerne jetzt. Und den habe ich auch hier. Warum genau 3? Weil ich 3 Dias brauche. Und warum genau 3 Dias? Tja. Deswegen, weil du es kannst. So, ich mach mal ganz kurz hier die Fläche frei, wo du dann die Tanks platzieren kannst. Ich habe die versucht, so ein bisschen mittig zu platzieren, damit wir da beide genug von haben. Also, es müsste laut dem Grundstück, weil hier ist ja genau diese Mittel-Ding, glaube ich. Und das eignet sich halt ideal, wo ich es angeordnet habe, erstmal... wegen der Biomassproduktion, da muss man halt nicht zu viele Liquid Ducts verwenden. Deswegen sollte das eigentlich vollkommen passen. Mhm. Denke ich einfach mal. Erstmal, wenn ich die verzauberte Pickaxe reingebe, plus eine normale Pickaxe,
Was? Nein, benutzt Diamanten statt der. Ja, obwohl das ist eigentlich relativ egal, Shit, aber. too expensive? Ja, dann kannst du nicht reparieren. Was? So teuer ist das? Versucht mal die umzudrehen, also das eine dann vor das andere zu packen. Geht auch nicht. Immer noch too expensive, ja. Ja, Alter, wieso ist das so expensive, Alter? Ich weiß es nicht. Voll scheiße. Ja. Okay, warum ist das eine Kannst du mal. Levelfarm, aber. 3, 4, 5, Alter, wie 6. scheiße ist das denn? Aber Glück 3 wollte ich eigentlich für immer haben. Gut, dann halt nicht. 1, Ja, 2, okay, dann. 3, 4, Dann 5, halt nicht. 6, 7, 1. Ich kann ja mal auf Level 20 verzaubern eigentlich. Oder ist das. Ja, nee. Mach ich auf die Level 30, komm. Dann warten wir noch ganz kurz, nehmen wir die Unbreaking Pickaxe. Auch wenn die ein bisschen langsam ist halt. Ja. Naja, also, wie gesagt, Fortune bekommt man eigentlich, wenn man verzaubert, relativ oft. Das heißt, da würde ich Ja, mir bei nicht zu viel Fortune lang. 3. Ja, trotzdem, also, wenn du schon auf Level 30 verzauberst, dann kriegst du auch schon Fortune 3. Kriegt man immer Fortune 3 oder kann man auch Fortune 2 Nein, kriegen? du kannst. In seltenen Fällen bekommst du auch mal was Schlechteres, aber das ist eigentlich. Ich würde mir da keine Gedanken deswegen machen, also, da lohnt sich das überhaupt gar nicht. Okay. So, alles klar. Gut, dann habe ich das auch mal Eier freigemacht. geht darauf. Da unten wollte ich die Turtle nochmal Ich laufen bin jetzt lassen. schon irgendwie eine Million mal rauf und runter geflogen hier langsam. Ja, müsste man mal noch erzählen. So, Versuch. das hier und das hier nehme ich alles mal. Dann wird hier nämlich bei mir mal die Fläche ein bisschen ausgefüllt. So passt. Links unten, ne? Sieht auch Muss schon klar. alles rausgepumpt. Perfekt eigentlich. Das ist echt perfekt hier. Guck das mal oben hin. Brauchen die gerade Gebrauch eigentlich? Ja, 30. oh, komisch. Hier habe ich noch einen Zack mitgenommen, auf Versehen. 35 Jetzt da und rein. Und werden die weiterhin gemacht hier, die Sachen? Wir haben 4 Stacks Redstone Energy Conduits. Wie viel brauchen wir davon? 10 sehr Stacks, gut. oder? Na, wenn, also theoretisch, wenn alle durchgelaufen sind, dann ist alles fertig. Ja, aber dann brauchen 10. 10 brauchen die 200. insgesamt, oder? Ne, ich habe ja schon welche verbaut, das ist die Sache, ne? Das Okay. musst du immer im Kopf behalten. Ah, Mücke! Ah! Oh. Oh. War eine Mücke bei mir. Ich glaube, die Scheiße, will dich Mücke. töten. Ja, bestimmt. Die hat Malaria, die ist extra aus Afrika zu dir hingeflogen. Vorurteil? Ja. Geil. Chatback bitte bringen. Was? Bist du Chatback runtergefallen? bringen. Ja. Achso. Gut, dann bin ich jetzt mal der Bote halt. Ja. Das habe ich mir verdient, glaube ich. Ja, In der mein Zeit Jetpack geht könnte ich auch gleich sonst ja alle. auch Absicht vielleicht ein bisschen, ne? Ein bisschen hier. Ja. Bisschen hier. Ne, das will Schauen, was ich du so machst. hinpacken. Aha. Eine Turtle hier, die den Boden macht. Interessant, Ja, interessant. ich mach mir halt so eine kleine Fläche. So, und du kannst mal die Tankteile nehmen und die dann aufbauen, weil das war eigentlich, das weißt du ja, ne? Du musst ja einfach nur diese, Ja. den Rahmen machen und dann einfach die Ferris Glaswände Ore. einsetzen. Noch mehr Ferris. Nein, das ist kein Ferris Ore. Wo ein Tank? Ach, das liegt schon da. Danke. Genau. Komm mal hier hoch, weil du das, glaube ich, in dein Safe getan. Und da diese Löcher, das ist der Umriss dafür. Dann weißt du halt genau, wo du es Moment, muss kurz reinpacken die Schuhe sollst. aufladen gehen. Okay. Aber danach kannst du es ja tun. Ja, jetzt werde Das ich hier wäre nämlich bestimmt zwar wieder. ziemlich gut. Ich werde bestimmt wieder sterben hier. Ich werde sterben, ich werde sterben. Ich habe die Schuhe gerade nicht angezogen. Okay, ja, wo soll ich denn die Tanks machen? Da, wo ich hier die Flächen rausgehöhlt habe, hier. Da setzt du die einfach Flächen ein. ausgehöhlt? Na, hier. Oh, über dir. Ach so, da, die beiden Tanks, okay. Genau, hier. Der Perfekt. eine ist, der hier wird für Biomasse sein und der auf der, also von mir aus rechts gesehen, der wird für Lava sein. Der Rechtsgesehene, das ist auch ein schönes Ja, Wort. man muss ja natürlich immer Der sehen, das andere Rechtsgesehene. links. So, alle, die das nicht kennen, das hier sind jetzt, machen wir Tanks, in denen können wir Unmengen an Lava speichern und an Biomasse. Ja, mit den Das. Tanks, die wir machen, werden wir 5.500 Eimer speichern Ja, das können müssen. Ganze hier wird in Mini-Buckets gespeichert. Wie viel? Ne, Ich habe Millibuckets. Milli? Ja, und 1000 Millibuckets sind ein Bucket. Alter. Ich dachte Mini-Buckets. Oh, Mini-Buckets. So süß. Verstehst du, das sind wie Buckets, aber nur ein Mini. Warte kurz. So. Ach, das war da oben, war das Glas, stimmt. Und jetzt alle die. Warte kurz. Wir haben so wenig erklärt. Die wissen ja gar nicht, dass wir jetzt die ganzen Tank Valves brauchen. Die Nee, brauchen wir jetzt. das können wir noch später erklären, das ist nicht das Problem. Ja klar, aber die erklären jetzt doch keine Gruß, warum Ja. wir die gemacht haben.
Wir haben die ganze Zeit Sachen gemacht, die sie gar nicht wussten, was sie nee, machen. Erklär das am besten, wenn du es baust, weil dann wird das auch ersichtlich, wozu man zum Beispiel diese Wände braucht oder den wozu man. Machen, die... machen wir nur aus Iron Tank Wall, oder? Nee. Also wir machen nur die Umrisse aus den Walls und den Boden machen wir auch aus dem Glas. Den Boden aus Glas? Ja. Also, macht gerade was falsch hier. Nee, nee, ist richtig. Ach weil so, der Rahmen, meinst, ach so, genau, der Rahmen, der muss so, also in jede Richtung, gut. Genau, so rum. Dann, und dann die Flächen aus Glas und dann musst du halt noch drei Valves pro Ding. Übrigens, es wäre egal, Leute, das hier ist eigentlich egal, wie man das macht. Hauptsache, man macht es, dass es gut aussieht, deswegen machen wir jetzt hier genau. So Stress. Muss auch gut aussehen. Also, das ist so ein Multi-Block auch genannt. Das Besondere dabei ist, dass der sich aus vielen Blöcken zusammensetzt. Und hier seht ihr das einfach, hier baut Saronic gerade diese. Tank Walls. 7x7 haben wir gesagt, oder? Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, noch 1. Noch 1. Genau. Und zumindest hier das Besondere bei denen, die kann man noch sehr anpassen, die Tanks. Das heißt, man muss die nicht so bauen, wie wir das machen. Hauptsache ist wichtig, dass ihr die äußeren Linien oder die Kanten sozusagen mit den Walls macht. Und innen drinnen könnt ihr entweder auch diese Walls verwenden oder wir machen das viel mit Glas. Also könnt ihr eigentlich ein Muster reinmachen eigentlich. Ja, genau, das könnte man auch machen. Und das Coole, wenn man Glas hat, ist, dass man sieht halt rein. Sieht. Ja, genau, man sieht halt die Flüssigkeit da drinne. Und es sieht ziemlich cool aus und deswegen haben wir das möglichst viel Glas. Und das sind diese Glasteile heißen Gorge oder so. Und ich weiß, ich bin mir nicht ganz sicher bei der Aussprache. Gauge. Ja, Gauge, bestimmt, so wird's bestimmt sein. Hey, und warte mal, da ist gerade ein Block verschwunden. Nee, das ist nur, wenn es ein bisschen zu weit entfernt ist und der den Fail platziert, du musst hochfliegen. Okay, Hoover Mode. Weil der kommt da nicht ran, das ist halt so ein kleiner visueller Bug. Ne, zumindest, und dann haben wir pro Tank drei Valves. Nein, fuck. Na, nicht so schlimm, kannst du abbauen. Ja, egal. Genau, diese Valves, diese Teile, was gerade Saronic gesetzt hat, und die sind dafür gut, um Sachen aus dem Tank rauszupumpen oder in den Tank reinzupumpen. Und da habe ich einfach drei entschieden, oder haben wir uns dafür drei entschieden, weil am Ende werden wir eine Valve das ist benutzen. Richtig, das tut mir nicht gleich breit vor. Das hier ist nicht 7x7, das hier ist 1, ja, 2, das wundert mich auch 3, gerade. 4, 5, 5 6, 7, das ist 8. Dann baue 3, die Seite hier nochmal ab. Warte, ich helfe dir. 7, ja. Habe ich irgendwie mich vertan. Wenn ich so will. Noch ist der Tank ja nicht aufgebaut. Hoffentlich fällt da nicht zu viel runter. Muss ich gleich mal runterfliegen. Aber ich mach hier gleich nochmal. Ein bisschen was runtergeflogen. Ja, nein, ich gehe gleich runter. So, du kannst ja schon mal wieder neu machen. So, ey! Geben die Blöcke bitte? Deep, ja, mach ich. Oder, nee, kannst du ja auch setzen eigentlich. Du hast hier wieder dich wiederholt, glaube ich. Nein, das war schon. So. Genau. Geht immer gar nicht, du baust mir eine falsche Vorlage vor. Ja. Sorry. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, das müsste jetzt passen. Ich fange hier schon mal auf der anderen Seite an, das kannst du ja einfach vollenden. Nein, hör auf. Mein Kunstwerk. Jetzt mache ich hier das Glas rein und dann gleich werdet ihr sehen, dass sich die Blöcke verbinden. Dann ist das ein Zeichen von... Genau, Wow, es passt. Wo wollen wir die Ausgänge und Eingänge machen? Und zwar, wir können das so machen. Einen Eingang machen wir unten auf jeden Fall, glaube ich. Dann machen wir... Und wir machen, glaube ich, zwei Ausgänge hier auf der Seite. Zwei? Denke ich mal, ja. Ich glaube, das sollte zwei. Gehen. Hier machen wir zwei. Ich mach mal das weg, wo die Ausgänge dann hinkommen. Ja, okay, zwei so. Kann ich starten, weil einen für unsere Sachen, die wir brauchen, und einen für später, was ihr irgendwie noch. Richtig, also so habe ich mir das auch gedacht. Nein, das habe ich mir so. Ja, ist halt wegen Inventory Tweaks. Genau. So, die Turtle ist auch durch, das ist schön. Oh, Zuckerrohr. Jetzt haben wir echt viel Zuckerrohr inzwischen. So. Genau. Und wenn das dann fertig ist, dann wird sich das zu einem besonderen Block verbinden. Da sieht man dann, die Textur verändert sich dann. Das Ganze hier alles ein Block. Nee, warte. Du musst hier in die Mitte so eine Valve reinpacken. Ja, habe ich ja. Auch freigelassen. Achso, genau. Richtig. Und die habe ich auch freigelassen. Genau. Und die kann man aber noch nicht rechtsklicken. Dann kann man da den ganzen Tank rechtsklicken und dann kann man das einsehen. Mann, nicht schon wieder. Was soll denn das? Mann. Und die Decke dann noch. Oh, das könnte ein bisschen knapp werden für den Blöcken irgendwie. Sicher? Habe ich das Gefühl zumindest. Wir werden sehen. Ja. Jodo. Weil eigentlich müssten wir... Naja, egal, dann machen wir uns im Notfall noch ein paar neue. Weil die waren jetzt nicht zu teuer, also... Nee. Nur ein bisschen Eisen. Noch erträglich. Allem herstellen. Vor allem das Juju-Schnetter geht das ziemlich schnell. Ja, und die Rolling-Maschine haben wir ja noch stehen, deswegen...
wird das kein Problem sein. Jetzt hier oben in die Mitte oder wo? Nee, nee, das hier, Nur das seitlich, bleibt so. okay. Wo soll ich den Und ausmachen? hier musst du auch Wo? zumachen. Ja, gut noch. Und da habe ich zwei Löcher extra nochmal freigelassen. So, und wenn du die zwei Löcher noch füllst, Wo? hier Ach, die das beiden und hier, das. warte. Ja, es sieht man so schlecht. Okay, hier. Warte, ich habe nur. Ach ja, nein, ich hab's gesetzt. Okay, und zwar genau jetzt. Ja, Baba! Es wurde alles zu da hat er einem sich verbunden. Dokument. Sehr schön. Schön Oh ja, screenshotten. das muss ich jetzt auch mal. Ah ne, ich will jetzt nicht so. Ich mach das einfach so. Ich suche das dann im Video raus. Oh ja, warte. Kannst ja davor posieren. Das sieht gut aus. Yeah. Oh mein Gott. Geh auch kurz Bestes zu dir. Geh dir kurz Urlaubserlebnis davor, ever. ganz kurz. Geh mal Genau. davor. Oh mein Gott. Ich bin so Du! aufgeregt. Okay, gut. Haben wir Ja, es. egal. Und Nee, wir machen zumindest. das Ganze also symmetrisch, genau gleich das andere. Genau. Okay, Und dann. hier könnt ihr sehen, wenn ihr das rechts Warte. klickt, hier haben wir den Iron Tank. Hier sind zwei Sachen. Das heißt, man kann einmal, wenn man das hier reinpackt in den Slot, kann So. man den Tank Können wir befüllen. hier. Ja. Hier können wir Sachen reintun. Genau, Warte, in oben oder o unten? Oben, oberen, glaube der ich. obere Eimer ist zum Befüllen und der untere Eimer ist zum Entladen sozusagen. Das heißt, wir können auch hier Wasser rein. Das kann ich mal machen. Hier jetzt wird Wasser reingetan. Jetzt haben wir ein Bucket Wasser. Da seht ihr es, 1000 Millibuckets. Oh nein, du hast mir das geklaut. Nein, gib Es geht nicht mehr mir. raus irgendwie. Doch, ist draußen. Nein, ist bei mir noch drin, das Wasser. So, jetzt. Das ist vielleicht nur ein bisschen Server-like. Ja, Jetzt ist echt, er boah, leer bei mir. krass. So, und zumindest an diese Valves schließen wir dann die Liquiducts an und dann können wir die Flüssigkeiten schön transportieren. Sehr gut. Und ich habe mir das so gedacht, also man kann das dann super machen, dass wir hier auf der Ebene, wo das Dach ist sozusagen, dieses oder die Decke des Tanks, machen wir den Boden für unsere richtige Produktionsebene, wo wir das ganze andere Zeug haben, also auch die guten Maschinen und sowas. Und wo dann die fertige Energie rauskommt, und dann können wir halt hier einfach nach unten schauen und sehen, okay, der Tank ist jetzt zum Beispiel bis hierher voll oder so. Und sieht ganz interessant aus, finde ich. Also Hast du kann noch man auch zur Blöcke? Dekoration benutzen. Noch, Nee. Warte kurz. Das ist, glaube ich, eins Du zu brauchst viel. nicht mehr viele. Warte, hier ist einer zu viel. Den kann ich mal ganz kurz mitnehmen. Ist der jetzt so hoch? Moment. Ja, ist Der er. ist auch zu viel. Ich habe ja. Ne, Hier. ich habe noch einen Stack, okay. Okay, sehr gut. Es nimmt immer die falschen. Immer die falschen Valves. Ah. Nein, jetzt geht schon wieder. Das nicht. So, geht's nach unten, nämlich die paar Blöcke hier. Wow. So, und gleich hätten die es auch schon wieder. Wobei, ich muss gar nicht Genau. sneaken, glaube ich. Die kann man auch aneinander setzen, oder? Ja, kann man. Wieso Eisenblöcke? Einfach nur ein geiler. Ja. Na, theoretisch, wenn du zu viel Eisen hast, kannst du die auch zur Dekoration benutzen, aber naja. Naja, Ja, es gibt. okay. Man kann es auch verschwenderisch machen, ne? Naja, dann haben wir das auf jeden Fall. Dann haben wir das Ziel, wo wir unsere Flüssigkeiten rein und raus transportieren. Das ist auf jeden Fall auch sehr gut. Ziel, Zwischenlager und Arbeitslager und ja. Ja, im Grunde Nein, schon. Arbeitslager nicht. Das ist irgendwie. Ja, okay, das kommt jetzt irgendwie falsch rüber. So, dann kann ich gleich noch mehr Sugarcane Harvester platzieren. Aber erstmal kommt hier die Turtle hin. So, du Turtle. Das Zuckerrohr hier schön verfrachtet. Build 23211. Inzwischen hat man das Command sich schon auswendig gelernt, sozusagen. Sozusagen kann man das mal sagen. Und hier ist noch Genau. Eis. Kannst du mal ganz kurz hier mit das Eis zerschlagen noch? Auf den Ebenen. Das andere kommt in der Mitte. Ach so, kommt hier rein. Warte, ich schau mal ganz kurz. Das Eis zerschlagen. Oh ja, das sieht echt nice aus. Ja, aber ich habe noch ein bisschen übriges Eis. Hier bei diesen Sugarcane-Dingsens. Moment. Und ich muss hier echt aufpassen, dass hier die Wieso ist Mobs das Eis irgendwie. zerschlagen? Mit Spitzhacke oder was? Ja, genau. Wo denn? Untere Ebenen. Zwei Ebenen darunter oder so. Da müsste noch ein bisschen Eis Ach so, sein. warte, ich mache erst noch die Dings fertig. So, da habe ich schon Sugarcane Harvester, das heißt auf der Ebene darunter. Ich habe echt Schiss, dass hier sich so Creeper tarnen. Das kann echt gefährlich sein. Langsam werden die Blöcke klappen. Ich bin ein bisschen ängstlich, dass das nicht ganz ausreicht, aber es müsste eigentlich reichen, so wie es aussieht. Also rein theoretisch habe ich es, glaube ich, ausgerechnet, dass es genau reicht. Aber rein praktisch könnte man sich Ja, natürlich immer praktisch habe ich ein verrechnet haben. bisschen mehr gemacht. Sogar, glaube ich. Echt? Mehr als von dir angegeben, auf jeden Fall. Ja, dann kann es sein, dass ich mich vielleicht verrechnet habe oder so. Oho, das sieht knapp aus. Nein, es geht, fertig. Sogar 10 Sehr zu schön. viel. Sehr gut. Ganze 10, uhu. Dann hat Und das ja gut 52 gepasst. Eimtanks sogar zu viel. Ja, kann man ja noch andersweitig verwenden. Man Genau. kann sich auch Oh. Wassertanks machen und für Steam, also für Dampf, kann man sich auch Tanks machen. Können die Blöcke vom Creeper kaputt gehen hier? Theoretisch ja.
Oh, Also, praktisch. habe ich es noch nicht ausprobiert. Ich will es aber auch jetzt nicht in dieser Welt ausprobieren. Ich gebe nochmal einen Test. Okay, jetzt hier. Ganze 5488 Lava-Dinger am Platz. Und das könnt ihr jetzt mal 20.000 rechnen. Das gibt 5. Das gibt 5 mal Schön. 2. Rechne das jetzt. Rechne mal 5 mal 2. Ich kann nicht 5x2 rechnen, das ist krass. Mach einfach. Nein, 5x2, ich weiß nicht, was Mach 5x2 ist. einfach. Nein, ich weiß nicht, was 5x2 ist. Ich Mach glaube mal 7, 5 mal oder? 2. 7, Nein. oder? Mach, komm, ich mach mal. Mach mal. Mach mal. Hä, Mach mal. 5x2 ist 10. Ja. Und jetzt hängst du noch 3 Nullen dran. Nö. Häng keine Nullen dran. Ja, 10.000. Und was jetzt? Jetzt hängst du nochmal eine Null dran. 100.000? Und jetzt nochmal 3. Was willst du eigentlich von mir? Dann hältst du die Zahl an Energie, die wir hinter dem lagern können. So indirekt, weißt du? Ach so, wie du mit der Lava sozusagen. Also Okay. 5000 eigentlich mal 20. 1. So. 5 mal 2, das gibt 10.000, das gibt 10. Und dann noch Ach, so viele Nullen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nochmal eine. Oh. 100 Millionen. Alter, krass. Okay, auf den Teilen hier können keine Mobs spawnen, das ist gut. Ah ne, das war das Falsche. F7 muss ich dafür, ne? Doch, Ah da doch, da können können Mobs spawnen. Mobs spawnen. Ja, mach mal. Sogar Achso, ziemlich. ich kenne coole Beleuchtung, die wir da machen können. Solche coolen Lampen. Nicht die gelben Lampen. Hier werden wir mal was versuchen, was Neutrales zu nehmen, was auch beiden von uns gefällt. Das war keine Was? Andeutung. Weiß ich so. Ach so. Okay. So, was soll ich So. jetzt genau machen? Wir brauchen. Oh so, ich wollte die Chipsets nachschauen, richtig. Das kann ich erstmal machen. Und ansonsten. Hast du das Eis alles zerschlagen schon? Nee. Oh. Das brauchen wir unbedingt. Hast So, du ich habe die ganzen so Kobbles gesetzt? Chipsets. Oh, Ja, habe ich schon. gut, endlich, okay. Mach ich wenigstens nicht ganz den schlimmsten Job. Ja, ne, das habe ich schon mehrere Folgen mit Vergnügen gemacht. Nicht. Okay, ich bin doch gefragt, was du eigentlich machst die ganze Zeit, wenn ich im Arbeiten bin oben, du im Rumgammeln. Ja, genau. Ich bin immer am Rumgammeln. So sieht's Ich habe nämlich echt aus. gearbeitet, du kannst dir meine Folge schauen, also. Ja, aber. Ach, egal. Und Ich wie werde war's mich nicht so? beschweren. War's cool zuzuschauen? Ja, es hat Spaß gemacht, ohne Ende. Zuzuschauen, war's cool abzubauen? Ja, hat richtig Das ist Spaß auch geil gemacht. hier. Da kann man wirklich zuschauen. Ganze Zeit. Kann ich den ganzen Tag da zuschauen. Warte mal, haben wir hier schon alle durch? Nee. Ah, wir brauchen mehr Redstone. Ah, good to know. Dann hole ich mal mehr Redstone. Habe, ja, hast du, glaube ich, noch Okay, in die das Abbauen Kiste. geht ziemlich schnell eigentlich. Nur noch zwei, drei Ebenen Ja. tust du. Das geht schnell durch. Warte noch, wie viele Ebenen? Eins, zwei, drei, okay, vier, das schaffe ich. Go, go, go. Okay, Zeit, Tronic, kannst du mal die wenn du Zeit fest an stoppen? dich glaubst. Ich kann die Zeit stoppen, theoretisch. Es ist jetzt 18:31 Uhr. Okay. Okay. Und stopp. Wir schaffen das. Oh Vier mein Gott, es Ebenen. ist immer noch 18:31 Uhr. Alter. Das heißt, du hast theoretisch weniger als eine Minute gebraucht. Für vier Ebenen, nicht schlecht. Aber auch nicht gut. Doch. So. Oh, wie sieht's eigentlich mit dem Jetpack aus? Oh, hat noch die Hälfte. Das Comeback von Zerstörung. So. Übrigens auch sorry, wenn ich ein bisschen ausgepowert klinge oder er auch mal, weil wir jetzt hier einfach so viel aufnehmen. Ja, ist Kann sein, echt dass so. wir ein bisschen so das zeitliche das Gefühl verlieren und einfach irgendwie. Ja. Aber ich denke, Produktivität hat nicht nachgelassen eigentlich. Nee, eigentlich nicht. Also Konzentration hat halt ein bisschen Folgen gehabt. Deswegen könnte das vielleicht einige stören. Die Hat ein Turtle bisschen ist was noch gut am gehabt? Laufen. Warte, Ist da öffne die dich. Konzentration gehabt? Nee, die Konzentration stand am Vordergrund. Ach so, ja. Genau eben. Das ist, glaube ich, eher andersrum, dass wir vielleicht zu wenig gelabert haben, zu wenig erklärt, zu wenig Genau. Entertainment hier. Aber ich denke mal, wenn wir das erstmal haben, dann können wir so auf die Kacke hauen, dann gibt es genug Entertainment, würde ich sagen. Boah, da kann man richtig nette Sachen machen. Kann man Richtig alles, da kann nette. man alles machen. Ja, irgendwie schon. Das ist ziemlich ohne Ausnahme eigentlich. Man kann jedes Material herstellen, außer halt. Also man Außer kann halt ein Copper paar. Hash, also wir haben dann unendlich haben wir dann folgendes: unendlich Weizen, unendlich Zuckerrohr, unendlich MJ, unendlich EU, unendlich Tin, Eisen, Diamanten, genau, Iridium. unendlich Copper, Iridium, unendlich Ah. Gold, unendlich Redstone, unendlich Holz, unendlich Steine, das kann man alles auch machen, das Dingens, unendlich
Biogas, eine gut aussehende Farm und unendlich Lava haben wir dann. Weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen. Teleportierbare Energie haben wir dann auch Ah noch. ja, das ist nice. Wir müssen uns dann auch so Charge-Pads machen, ne? Die sind auch Lieber, ganz oh, cool. die sind geil dann. Können wir noch draufstehen? Also Charge Pads sind nice. Da kann man noch so draufstehen und dann haben wir einfach wieder volle Energie sozusagen. Also ziemlich schnell halt. Auf MFSU-Level, oder? Ja, genau. Gut. Da werden die Tools auch automatisch geladen, glaube ich. Und ist halt schon cool, wenn man so ankommt und dann sagt so, ja, die Kisten wieder voll sind mit Geomatter. So. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall zwei Combines. Die kannst du da mal machen und dann kümmere ich mich schon mal um die, um den Moistener und die zwei Fermenter. Warte kurz, ich noch am Eis erbrechen. Ah, die Schüttel ist fertig. Ich bin, glaube ich, auf der zweitletzten Ebene eventuell. Könnte das gut sein? Ich weiß es nicht. Gut. Ja, du bist auf der letzten sogar. Ja! Du hast es Ich bin geschafft. frei. Sonic ist frei. Ja. Frei Ronic. Freie Ronic. So. Die gab es auch schon übrigens. Ja, ich weiß. Daran habe ich mich erinnert. Den kenne ich noch. Eieiei. Von damals. Cooler Typ, ne? Ja, richtig cooler Typ. Bisschen Munke auch, aber ja. Sich das Cool. anhört. Ja, So. Weizenfarm läuft, würde ich sagen. Ja, wir brauchen halt die Jetzt ist der Combines. gestoppt irgendwie. Der gerade gestoppt. Ich weiß. Alles Also. gut. Hat alles seine Richtigkeit. Jetzt kommen die Oder fast alles Combines. seine Richtigkeit. Okay. Also, wie viele Combines soll ich craften? Ich wollte eigentlich Zwei. den Gang kurz beenden. Zwei Okay. Stück nur. Bei der nächsten Pause mache ich hier, ne? Combines. Lol. Ach, Combine nur. Okay, nicht zu viel eingeben. Iron Electron Tube, hast du die noch? Iron Le Le Warte mal ganz kurz. Combine habe ich hier Ja. heute aufgeschrieben. Nee, Bronze Electron Tube. Nee, Iron. Echt? Komisch, dann steht auch. Da stand auch da was anderes im Wiki. Wahrscheinlich wegen Greg Tech Also und hier sowas. steht Iron Electron Tube. Und Basic Cell Grid braucht es auch noch. Gut, dann mache ich das ganz kurz. Wo haben wir Auch das hier noch alles? zwei Dingens hier, glaube ich. Iron Electron Zwei Tube. So weit kommt's ja noch. Star Decaying, aber die sind kein Ding eigentlich mittlerweile. Jo, nach oben geht's. Wenden wir die beiden. Das craften wir dann ganz rechten Ende, also im rechten Project Table. Da gibt dann doch ganz rechts rein. Okay. So, Glas haben wir jetzt auch genug dafür. Wir brauchen nicht viel Glas, 8 Stück einfach nur. Also ich schätze mal, dass man die Teile so macht, weil ich wusste nicht, dass man Iron Electron Tubes da, was weiß ich, braucht. Aber es sollte eigentlich gehen, also geht schon, passt schon. Sollte Läuft sein, schon. ja. Ah, da muss ich mir wieder ein paar Stirling So, Engines Iron Action bauen. Tube plus Basic Circuit Board, ne? Genau, da brauchen wir aber nur zwei Basic Circuit Boards, glaube ich, ne? Richtig. Ja, Dann ist das ja in dann mache ich hier ein Ordnung. bisschen Basalt weiter. Meine Gut. Lieblingsarbeit. So. Habe ich noch Basalt fertig? Ja, wow, so richtig viel. Krass. Machst du jetzt eigentlich noch so ein Industriegebäude oder versuchst du dich an einer Villa noch für dein richtiges Grundstück? Da wird sich dann zeigen. Ja, schau ich mal. Mal gucken, was rauskommt. Basalt, Basalt. Richtiges Basalt, gut. Ja, das, nee, wird sich schon irgendwie zeigen, also wird sich was anbieten, denke ich mal. Okay. So, ich schätze mal, dass hier so Iron Electron Tubes rauskommen. Davon brauchen wir 6 Stück wahrscheinlich nur, ne? Und dann zwei Basic Circuit Boards. Da kümmere ich mich auch gleich mal drum. Hier haben wir noch die eine Stirling Engine, die wird gleich hier mal an den Carpenter wieder dran gepackt. Das kann weg. Und so. Kann man eigentlich Kohle herstellen aus Yu-Yu-Matter? Wow, schon, was, schon durch? Lol. Ich würde es stark schätzen, ja. Aber weiß es nicht genau. Weil das wäre mal interessant zu wissen. Das weiß ich nämlich nicht. Also man kann zumindest Holz herstellen und danach, und daraus kann man ja Holzkohle machen. Das heißt theoretisch, also auf jeden Fall kann man mit einem Autocraften-Tee, mit einmaligem Aufwand kann man das Auto, also Autocraften sozusagen. Ja, Aber okay, dann jetzt ist fliegen das. die ganzen Kisten Ach auch. nee, da brauche ich nicht Glas. Doch, Iron Electron Tube. Das werden meine So. Wände ja auch erstmal ein bisschen.
Das ist auch falsch hier oben. Was soll ich für eine Decke machen eigentlich? Glas kommt da hin, oder? Ja, Glas kommt da hin. Gut, das ist nicht so gut. So, ich habe gleich deine Tubes und dein Basic Circuit Board. Nice. Basalt Payback kommt auch da oben hin eigentlich noch. Lass mal. Warte. Dum, 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 dum. Jetpack nicht vergessen. Hier ist schon abgehakt. Okay, mach ich die Decke, mache ich die ganz aus dem oder nicht? Ganz. Njum. Nein! So ein Kack. So, hier rein willst du es haben? Dann tun wir das mal hier rein. Und das Circuit Board. Obwohl du hier noch andere Dinge so hast, ist egal. Auch so gemacht? Das soll... Ach nee, hör auf, Mann. Scheiße. Alter, richtig viel. Nee, ist ja nicht so wild, wenn hier ein bisschen was sich verändert hat. Ja, das ist nicht so schlimm. Nicht so sein. Das ist, nee, das ist nicht geordnet, das muss so weg. Das geht so gar nicht. Ja, na gut, wenn du das sagst, dann muss das ja wohl stimmen. Ich merke immer wieder, wie viel Kohle ich einfach nur verbrauche für diese ganzen Stirling Engines. Das ist echt krass. Die Paywand kommt da schön weg. Warum? Weil sie nicht reingehören. So einfach ist das. Ist eigentlich egal, wenn man es nicht sieht, aber ich möchte einfach trotzdem irgendwie. Keine Ahnung, das gefällt mir richtig überhaupt nicht, wenn man die hier so komisch sieht. Ich lege hier die ganze Zeit in die Kiste irgendwelches Zeug ab, weil ich davon ablenken möchte, dass ich voll mein Inventar nicht sortiert habe. warte mal. Ach so, hier kommt ja eigentlich Glas, stimmt. So eine Kacke. Wobei Glas haben wir noch zum Glück sehr vieles. Mach ich mal so ganz kurz hier oben, könnt ihr noch zumachen mit Glas. So, perfekt. Ich bin dann erstmal glücklich, wenn die Zuckerrohrfarm fertig ist, weil die ist echt mit das Aufwendigste gewesen. Weil die Wheatfarm, die dauert lange nicht so lange, weil die baut sich selber wenigstens auf. Dauert lange nicht so lange, das ist auch ein schöner Satz. Ja, aber man weiß ja, was ich sagen möchte, ne? Der Weg ist es ja auch. Und, also die Wheatfarm baut sich ja selber auf und sowieso die ganzen anderen Sachen, die sind ja eher nur ein bisschen technisch kompliziert, aber die hat nicht genug Blöcke. Aber ansonsten gehen die. Machen wir jetzt, mach da Cleanstone hin? Mach da Cleanstone hin, glaube ich. Ja. 1, 2, das ist auch genau, was ich meine, oder? 6, ja, ich weiß absolut, was du meinst. Okay. Und dann? Wobei, ich könnte auch einfach nur hier Glas machen, eigentlich. Weil hier die Fahrrad ist. Diesen Gang da aus Glas zu machen, macht ja auch wenig Sinn, weil man da nichts nach oben sieht, eigentlich. Also mache ich da am besten. Mache ich noch hier, genau, mache ich noch hier Basalt hin. Diese also Basalt ist echt ein toller Stein. Also ich hätte den auch verwendet, aber den verwenden inzwischen alle. Und ich versuche dann mal, vielleicht mich an den Warded Stone, warte mal. Warded. Ist doch egal, wenn alle den verwenden, weil, ja, man kann ja, ja aber mehrere Sachen. Ich finde es immer nice, wenn so, wenn man zum Beispiel durch die Stadt laufen, zum Beispiel, wenn man zum Beispiel durch die Stadt laufen würde und dann einfach immer mal sowas Unterschiedliches sieht, mal da ein Gebäude aus dem Stein und so. Ja klar, Abwechslung ist immer gut, aber. Genau, und deswegen, ich versuche mich dann, glaube ich, mal an den Warded Stones, da muss man aber dafür Magie erforschen und dann kann man die irgendwie machen. Ich hoffe mal, die sind nicht allzu teuer. Machen, oder? Ich weiß es nicht, also an sich sind ja nur Steine, aber die Steine, die kann man halt, glaube ich, nicht abbauen mit einer Spitzhacke. Das ist halt das Besondere bei denen. Boah, die sehen auf jeden Fall schön aus. Ja. Aber muss ich mal sehen, also, keine Ahnung. Hier lang noch Glas, Moment. Nee, hier Basalt, genau. Okay, hier läuft auch. Eine Turtle müsste hier eigentlich noch stehen, oder? Ach ne, da unten. Ah. Gut. Gut, gut. Sehr schön, dann platziere ich nochmal ganz kurz hier ein paar. Ich wollte gerade Farming Bitches sagen, aus irgendeinem Grund. Nee, das wollen wir nicht. Die kommen jetzt gerade nicht hin. Die Sugarcane-Hauster. Hier haben wir einen, also können wir die nächste Ebene auslassen und das dann hier auf die Ebene packen. Ich werfe kurz den Mayo-Strain weg, ist nicht so wichtig, oder? Ja, ist eigentlich voll billig. Okay, gut, mach ich den weg. So, geworfen. Okay,
Ich noch was zum Schmelzen, ja, habe ich noch. Oh, oh. Ja, ich habe noch eine ganze Menge zu schmelzen, anscheinend. Ja, oh, krass. Ach man, die Turtle. Du meinst die Farm-Bitch? Ja, genau. Also bei manchen Sachen nerven die rum. Da zicken die einfach. Tipper geben, ganz kurz. Okay. Ja, jetzt hat's gewechselt, jetzt bin ich der, dass ich mal vergisst. Ja. Alter, Surrounding, das kann doch mal nicht wahr sein. Wie kann man sowas überhaupt vergessen? Das ist doch echt peinlich. Ja, tut mir leid, sorry. Ja, also. Ist wenigstens voll, Chatpack? Nö. Nein. Nein, 10%. Maximal. Unterwerfen! Ja, es fliegt schon. Nein, also. Ist nicht. Doch, ist schon unten. Hä? Hier sind die Teile anscheinend fertig. Ah, nee, hier ist keine Energie mehr drin. Ich finde es nicht. Ach, doch, da. So. Hui! Das sieht immer geil aus, wenn man auf so eine Leuchte ins. Richtige Leuchtreklame. Wow. Vor allem, wenn du das schon mal vergleichst mit dem, was wir am Anfang hier hatten. So einfach nur dieses Loch, was voll mit Wasser gefüllt war. Oh ja. Weißt du noch damals? Ich glaube, hier mache ich erstmal eine Wand hin, weil wir den später eh nicht mehr groß begehen müssen. Mache ich einfach einen Durchgang und sonst eine große Wand, so für Zuschauer. Na, denkst du, dass dein Lager sozusagen für die Ewigkeit reichen wird? Also, weil da hätte ich so Befürchtungen. Wie für die Ewigkeit reichen wird? Naja, du hast ja jetzt so ein provisorisches Lager, oder was heißt, du hast erstmal ein Lager gemacht. Aber du wirst ja später noch mehr Blöcke farmen und sowas, oder? Oder halt mehr bekommen. Ja, ja klar, das Lager, das ist nicht endgültig, aber das hat auf jeden Fall schon seinen Sinn erfüllt, glaube ich. Auch wenn es eine ganze Folge gedauert hat, hat sie schon, glaube ich, mehr als das gespart. Das hätten wir so lange gesucht in den ganzen Kisten. Das ist echt nicht mehr schön da. Ich glaube, ich eventuell. Hier kommt ja nochmal Glas hin dann. Oder zumindest Glas hier.